Hallo, Markus Scholl von HK Audio hier am Mikrofon und im Studio mit mir zusammen Daniel Agema, DJ in Mainz. Hallo. Hallo, Markus. Er hatte die Gelegenheit, kurz vorher das neue Lukas 2K zu testen und wie sich das angefühlt hat, das wirst du uns gleich noch berichten. Aber bevor du das tust, sag uns mal bitte ein paar Stichworte zu deiner DJ-Karriere. Oh, meine DJ-Karriere hat 1999 angefangen. Nächstes Jahr feiere ich dann endlich mal 20-Jähriges. Und habe als Club-DJ gestartet, habe dann aber viel mit Bands gearbeitet zusammen, also quasi als Teil von einer Band. Hieß Benjamin, war relativ bekannt. Also Deutsch-Pop-Sachen quasi und bin damit dann so durch Deutschland, Österreich und Schweiz irgendwie so getourt. Und bin dann, nachdem sich die Band wieder aufgelöst hat, wieder zurück zum Club-DJing gekommen. Und seit knapp 15 Jahren arbeite ich auch als DJ-Trainer. Das heißt also, ich zeige jungen Nachwuchs-DJs, wie das Auflegen funktioniert und auch Nachwuchsproduzenten, wie das Produzieren so funktioniert. Ja. Okay, und das machst du seit dem Jahre 2006, soweit ich weiß. Also seit 2006 habe ich eine eigene Schule in Mainz. Ich habe angefangen 2004 tatsächlich in Offenbach. Also da ist schon ein bisschen was auf dem Buckel, ja. Okay, und welche Leute kommen jetzt so zu dir, die DJ werden wollen? Was sind das für Menschen? Also das sind die verschiedensten Menschen. Ich sag mal, was jetzt Alter angeht oder auch ich sag mal, soziale Schichten oder so, also wirklich alles dabei, vom 14-jährigen Nachwuchskünstler oder Nachwuchs-DJ, der irgendwie der neue David Guetta werden will, bis hin zu, ich sag mal, der mittlerweile Anfang 50-Jährige, der halt früher Teile im Ohm geschmissen hat irgendwie und jetzt irgendwie nochmal seine Liebe zu Techno oder so wieder entdeckt und dann sagen wir Platten auflegen, da ist wirklich alles dabei so irgendwie, ne? Und natürlich auch die verschiedensten Arten DJs, also Hobby-DJs und Mobile-DJs irgendwie oder auch Profi-Mobile-DJs, die sagen, ich habe vor, eine Profikarriere als Hochzeits-DJ zu machen, da ist wirklich alles dabei. Und das ist auch das, was das Ganze irgendwie so spannend auch macht halt irgendwie, ne? Und mit welchen Erwartungen kommen die Leute so zu dir? Was sind die Vorurteile, die gängigen, die das Publikum hat, wenn sie dich besuchen? Oder was erwarten sie denn zu lernen? Ja, also natürlich erwarten die zu lernen, was sie denn auch lernen wollen. Also auf DJ zu werden oder Musik zu produzieren, die Ansprüche oder die Voraussetzungen, was jemand schon mitbringt, sind natürlich dann ein bisschen unterschiedlich. Da gibt es die Jungs, die wirklich das noch gar nie in Berührung damit gekommen sind und irgendwie nur wissen, irgendwie sind DJs cool und irgendwie mag ich Musik und das ist irgendwie was ich lernen will. Die wissen dann natürlich noch gar nicht, was es irgendwie da zu lernen gibt. Irgendwie. Das heißt, für die ist es erstmal spannend rauszufinden, boah, krass, was muss ich denn alles machen können und was gehört denn überhaupt alles dazu. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die Jungs, die schon irgendwie da zu Hause ausprobiert haben, schon irgendwie aktiv sind und sagen, ich habe ein Problem mit, keine Ahnung, Beatmatching, ich habe ein Problem mit meine eigene Mixtapes zu machen, ich hab noch keine eigenen Gigs und was kann ich da irgendwie tun. Also da ist so auch wieder die Spannbreite relativ, relativ weit. Und bei den Producern ist es ähnlich, ne? Also da gibt es dann auch wieder diejenigen, die erstmal noch gar nicht wissen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem DJ und einem Produzenten? Also den gibt es tatsächlich oft am Telefon, wenn ich dann frage, so, was willst du denn eigentlich machen? Und dann sage ich, weiß ich nicht so genau, was ist denn was? Irgendwie, ne? Dem muss man das erstmal erklären. Und aber auch wirklich dann Jungs, die schon produzieren, die tatsächlich auch schon Releases irgendwie am Start haben und sagen, aber Daniel, ich habe echt immer so ein Problem mit meinem Bassbereich und was kann ich denn da genau machen und so. Also da ist wirklich viel dabei, ja. Und wie viele von den Leuten, die jetzt zu dir kommen, haben bereits schon so eine Anlage oder wollen sich eine kaufen? Also du hast das Stichwort Hochzeits-DJ in den Raum geworfen. Die haben ja zwangsläufig nicht die Sorge oder das Problem, aber das Vergnügen, eine Anlage mitzubringen. Ja. Was, was gibst du denen mit auf den Weg oder warum eignet sich unser Lukas 2K gerade für solche Leute auszuprobieren? Ja. Gut, also gerade für Hochzeits-DJs zum Beispiel, also sagen wir Mobile-DJs, ist ja, wie der Name schon sagt, Mobilität einfach so eines der wichtigsten Ansprüche an so ein System. Mobilität heißt nicht nur unbedingt Größe und Gewicht, sondern auch, wie schnell ist das Ding aufgebaut, abgebaut,
ja, also alles, was da irgendwie Zeit kostet, kriege ich nicht extra bezahlt, sondern gehört halt irgendwie dazu. Und je schneller das geht, umso einfacher, und je einfacher das geht, umso schöner ist es dann letztendlich für mich als Veranstalter oder beziehungsweise als DJ. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und das zweite wichtige Ding ist natürlich Sound. Also am Ende, auch wenn vielleicht jetzt der Kunde nicht unbedingt genau versteht, woran das liegt und ob das jetzt mega toll war oder nicht. Aber so ein gewisses Qualitätsanspruch hat dann doch irgendwie jeder Kunde, auch wenn er es nicht genau formulieren kann. Das heißt, der kann dann sagen, ja, klingt scheiße oder klingt gut. So, aber das weiß aber jeder irgendwie, ne? Und auch wenn er nicht genau weiß, warum. Und das ist halt wiederum so ein Ding, wo man sagt, okay, so ein Lukas-System ist nicht nur laut und satt, sondern klingt halt auch irgendwie gut. Und insofern natürlich dann auch wieder, ja, ich sag mal, für den DJ dann relevant. Ja. Also. Du hast das Stichwort laut und damit assoziiert, ist es besonders gut oder kaufenswert. Jetzt gibt es allerdings auch dieses Vorurteil, es muss hauptsächlich untenrum viel schieben und die Leute brauchen Bass, Bass, ja. Bass, es gibt überhaupt gar nichts anderes. Ja, türlich, türlich. Mhm, stimmt das denn wirklich oder gibt es eine Grenze nach oben, wo man sagt, jetzt ist der Bass auch zu Genüge getan und wenn man nicht genug Bass hat, was kann man tun, um noch mehr Bass zu bekommen? Also definitiv gibt es zu viel Bass. Schon mal eine gute Erkenntnis. Ja, das ist tatsächlich eine Erkenntnis, die man dann auch gerade mit angehenden DJs und Schülern vielleicht dann auch für die dann neu ist. Ne, wenn die merken so, warum? Mehr ist doch immer besser. Aber na klar, ich meine, am Ende, wenn man zu viel Bass hat, dann hat man zu wenig von irgendwas anderem. Und am Ende sollte es dann doch irgendwie ausgewogen sein. Denn sonst passiert eigentlich genau das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass die Leute sagen, irgendwie war der Sound nicht gut. Die können nicht sagen, warum. Aber wir sagen, es war irgendwie matschig, es war irgendwie nicht brillant, es war unverständlich. Also gerade wenn es jetzt vielleicht auch mal Situation Hochzeit, wenn jetzt mal eine Rede haben will und dann ist da irgendwie nur Bass irgendwie am Start, dann versteht man den im schlimmsten Fall nicht. Das heißt, also es gibt eine Obergrenze. Schön ist es natürlich, nach unten hin Luft hat, sowieso immer schön, genau. Nee, aber auch wenn man sagt, okay, ich hätte gerne mehr und wenn man dann aber nochmal quasi auch mehr, also mehr haben kann, aber nur wenn es ja wirklich gebraucht ist halt irgendwie, ne? Also schön ist, wenn man genau das Richtige quasi zur Verfügung hat und dann halt entsprechend aussuchen kann, was ich jetzt gerade brauche. Ne? Und dafür gibt es keine Faustregel außer subjektives Gespür oder gibt es da tatsächlich sowas, weil es gibt, ja. Von der Anzeige her sieht man ja nur, wenn es im Roten nicht mehr weiter nach oben geht. Das hat aber nichts mit Bass per se zu tun, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass DJs gerne im Verlauf des Abends dann immer noch einen draufgeben. Ja, also Faustregeln gibt es natürlich viele. Ich fand es aber ganz spannend, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Stichwort immer nochmal einen draufgeben. Das ist immer so eine, ist gerade so bei Schülern immer so eine Erkenntnis, wenn man denen mal so eine, oder wenn man einem angehenden DJ so eine Empfindlichkeit für Lautstärke mit auf den Weg gibt. Das heißt also, wenn man sagt, okay, anstatt immer lauter und lauter zu werden, werd doch einmal ein bisschen leiser und werd dann wieder ein bisschen lauter, dann hast du denselben Effekt. Also du kannst auch wieder ein Stückchen lauter machen, aber wenn du vorher ein bisschen leiser gemacht hast, ja, dann hast du denselben Effekt, ohne dass du am Ende hier irgendwie alles rot wird halt irgendwie. Ne? Ganz abgesehen davon, dass sowieso alle immer dann Probleme mit Pegeln haben und dass wir über Übersteuerungen etc. sprechen müssen. Aber irgendwo ist dann halt mal Ende der Fahnenstange und wir können nicht mehr lauter werden und dann wird es interessant, mal ein bisschen leiser zu werden. Ja, und aber dieses Bewusstsein muss man erstmal so ein bisschen einpflanzen bei einem Schüler. Ne? Und Stichwort Bass, wie stelle ich den ein? Sicher kann man das auch irgendwie, könnte man das jetzt irgendwie messen etc., aber ich kann mal das beste Messgerät haben wir irgendwie schon eingebaut und dem würde ich immer mehr vertrauen als jeder Pegelanzeige. Das heißt also, wir haben dann schon, oder als DJ hast du dann schon irgendwie ein Gespür dafür, wie ist jetzt, wann ist jetzt genug. Wichtig dafür ist natürlich, dass du vielleicht einfach mal so einen Song hast, den du benutzt
um das Ding einzupegeln, den du gut kennst, wo du weißt, okay, der muss so und so klingen. Ja, also jetzt nicht irgendwie was Wildfremdes, was du noch nie vorher gehört hast, aufzulegen, sondern du weißt, okay, das ist mein Lieblingssong oder so, ja, den du halt am Anfang von der Veranstaltung vielleicht mal abspielen kannst und dann im Raum auch mal rumläufst und guckst, okay, wie klingt das an verschiedenen Stellen im Raum. Und du weißt ja, wie es klingen soll. Ja. Und dann weißt du auch, okay, ist jetzt zu viel Bass oder ist jetzt zu wenig Bass und beziehungsweise an der Stelle vielleicht da hinten zu viel Bass und bei mir am Pult ist es eher weniger, so dass ich dann genau weiß, okay, vielleicht, also wenn es bei mir genug ist, dann ist eigentlich da hinten schon zu viel. Ne? Also da gibt es dann schon Mittel und Wege, ich sag mal, das richtig einzustellen, ja. Also Soundcheck auch für DJs, nicht nur für Band, das Um und Auf einer guten Performance. Also je besser man vorbereitet ist, desto besser läuft es dann am Abend, wenn es heißt, die Leute zu rocken. Es geistert ja seit Social Media das Epic Fail als Buzzword quasi in den gerade YouTube-Kanälen sehr gern gesehen, der DJ Epic Fail. Epic Fail, ja, hier, die Platte läuft ohne, aber nein. Das ist alles für die Optik, weil posen muss man ja auch. Oder bringst du das denn Schülerinnen und Schülern auch bei? Ja, genau. Posing? Ja, also wie post du zum Beispiel, wenn du einen Epic Fail erlebst? Also hattest du schon mal die... Super Frage. Wäre ich jetzt direkt darauf gekommen. Nein, wir machen keine Posing-Workshops. So, ne, jetzt hier der hier und der hier und der hier. Machen wir nicht. Allerdings passiert es tatsächlich ja dann schon auch mal, es kann ja mal passieren, dass man jetzt einen Mix verkackt, so irgendwie, ne, als DJ. Also der Klassiker wäre jetzt wirklich so, Crossfaders irgendwie zu und ich habe im Kopfhörer den Signal und dann mixe ich da irgendwie rein, ja. Und im Kopfhörer klingt irgendwie alles noch gut, aber der Crossfader ist zu und draußen ist keine Musik und dann nimm dir die Kopfhörer runter und dann hörst du so, oh, blöd halt irgendwie, ne, so, das wäre ja so ein, das wäre so ein Klassiker. Das sage ich dann immer, okay, wenn das passiert, dann überspielt das einfach vielleicht dann tatsächlich mal mit so einer Geste oder mit so einem kleinen Augenzwinkern halt irgendwie, ne? So, also dann nicht so peinlich so, oh Gott, das macht die Sache eigentlich noch viel schlimmer, sondern jo, ist halt jetzt passiert und dann ist halt jetzt mal die Hand oben, wenn der nächste Song kommt, ja, und ein Augenzwinkern und dann ist einem sowas auch schon mal verziehen halt ganz schnell irgendwie, ne? Im besten Fall vermeidet man natürlich solche Fehler oder solche Fails quasi. Und da macht, ich sag mal, da macht dann ja gerade wieder so ein System wie Lukas und so, es macht es einem dann schon leicht, weil einfach ja weniger, ich sag mal, Fehlerpunkte oder weniger Fehlerpotenzial einfach da ist. Ne? Das ist ja mehr oder weniger Plug and Play, aus meinem Mischpult raus, in die Anlage rein. Und ja, wenn jetzt keiner irgendwie besoffen über das Kabel stolpert, dann sollte eigentlich nichts passieren. Genauso wie mit der Verkabelung von den Lautsprechern. Ne? Also selbst da könnte wahrscheinlich jemand drüber stolpern. Da würde eher derjenige stolpern, als dass erstens das Kabel rauszieht und zweitens wahrscheinlich sogar das Stativ stehen bleibt. Also von daher ist es da dann die Fehlerwahrscheinlichkeit schon im besten Fall minimiert. Ja. Also Lukas 2K klingt nicht nur gut, sondern ist auch tot. Sicher, ebenfalls fast, wenn es um das gute Auflegen geht. Daniel, danke schön. Das waren sehr schöne Anekdoten und Einsichten in die Tätigkeit eines DJ-Lehrers und natürlich auch ausübenden DJs. Ja, ich wünsche dir noch viel Erfolg und viel Freude, wenn du mit dem Lukas 2K auflegen solltest, on the road oder wo auch immer man dich hören kann, in und um Mainz. In und um Mainz auf jeden Fall und ja, genau. Dankeschön fürs Hiersein auf jeden Fall. Das war Daniel Agema und Markus Scholl hier zusammen bei HK Audio in der Vorstellung des neuen 2.1 Stereosystems Lukas 2K.